Hallo und herzlich willkommen zurück in dem Spiel, wo man mit Inzest weiterkommt in den späteren Generationen. Ja, aber darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. In einer Generation ist es tatsächlich möglich, die Verwandtschaft zu heiraten. Na gut, mit ungefähr fast 50 NPCs in dem Spiel ist ja die Auswahl beim Heiraten auch nicht allzu groß. Also geht's erstmal weiter. Wir haben unseren Cyborg gefunden. Das war ja unsere Aufgabe, die wir uns gesetzt haben. Ich hatte zwischendurch gesammelt und eine ganze Menge, weil ich habe die ersten beiden Videos gerendert und hatte dabei nichts zu tun. Also dachte ich mal, sammeln wir. Wir holen jetzt erstmal eine Klaue für Mio. Und, ach so, ja. Dementsprechend sind wir auch jetzt schon auf Level 11, weil ich immer hin und her gerannt bin. Ja, ich muss pennen, sehe ich gerade. Habe ich auch verpennt. Dann kommen wir zu den Statistiken hier für die, die es interessant finden, mal zu sehen, wie es sich so verändert hat. Seitdem ich herumsammelte. So, wir liegen Mio erstmal ihre zweite Klaue an. Hat sich ordentlich ausgewirkt. Und das Genialste, sie kann jetzt auch zweimal pro Runde angreifen. Na gut. Wir wollen noch eine Rüstung haben. Und dann sind wir auch optimal ausgestattet erstmal für den Anfang des Spiels. Kaufin. Hunting Armor. Rice. Nö. So, mehr gibt es erstmal zum Anfang noch nicht zu kaufen. Der Rest ist alles den Schwachsinn, den wir sowieso schon angelegt haben. So. War jetzt nicht so doll, aber ja, wir können auch mal ein bisschen was verkaufen von den Kram, den wir jetzt gerade abgelegt haben. Garmin. Ja. Haben wir noch dieses Messer vom Anfang? Nee, aber wir haben... Nee, haben wir auch nicht. Okay. So, dann sind wir wirklich optimal ausgestattet. Besser geht momentan nicht. Wow. Habe ich ja was geleistet, oder? das war... Ich glaube, hier hat man die... hat man entgiftet. Und jetzt kommen wir mal zum Technikumbau. So. Wir wollen für 10 Mesetas unsere Technik neu verteilen, für Miau, und zwar die Heilungstechnik. Jetzt sehen wir hier so einen Kreis und die gelben Punkte stehen für Res, also ihr seht ja links die Legende, blau halt für Gires und so weiter. Was benutzen wir am meisten? Wir benutzen am meisten eigentlich Res. Und Gires auf jeden Fall. Anti nehme ich runter, weil ich werde mehr auf Antidote setzen. Oder? Oder? Aha, machen wir erstmal restvoll. Das ist erstmal ziemlich cool. Dann können wir erstmal auf Anti komplett verzichten. Also Anti hat nur noch einen Punkt. Lalala. Es ist also, wir können es also nicht mehr so erfolgreich einsetzen. So, hier können wir übernachten. Habe ich auch noch nicht gezeigt. Und dann können wir auch speichern. Nüt. So funktioniert der ganze Krimskrams. So speichert man in dem Spiel eigentlich. Oder man drückt Save State. Naja. So, dann werden wir uns ein bisschen was einpacken für zwischendurch. Also so ein Supplement Store hier. Wir wollen auf jeden Fall ein Escapipe, weil für die, die Fantasy Star nicht kennen, mit Escapipes kann man aus Höhlen und Caves und ja, aus sowas kann man raus. Aus so, wie nennt man das eigentlich? Die Höhlen. Gibt es da einen speziellen Namen für Rollenspieler? Ich sag mal Caves. Ja, okay. Wir kaufen mal zwei von den Dingern, weil ich vergesse immer Nachschub zu holen. Dann holen wir uns Antidotes. Und zwar zwei. 3. Das werde ich später als Vorbereitung für die Höhlen immer offscreen machen, damit ihr nicht hier zugucken müsst, wie ich hier 5 Antidotes für jeden kaufe. Kriegt mir ja auch noch ein paar. Ja, wie gesagt, mit sowas werde ich euch nicht, natürlich, wenn ich Waffen kaufe und so, das werde ich natürlich nicht rausschneiden. Aber hier so ein Krimskrams, dass ich mal D-Martes, sind auch so Heilungsdinger. Davon packe ich mir mal auch 2 in den Rucksack. Packe ich mir noch mal Monomartes ein. Wir haben ja Kohle. So. Und dann geht's weiter.
Wie gesagt, so ein Krimskrams schneide ich immer raus. Weil ja, da hat sich in den anderen Let's Plays von Fantasy Star auch keiner darüber beschwert. Im Gegenteil, eigentlich sind die Zuschauer immer relativ zufrieden mit dem, wie ich schneide, weil ich wirklich das Langweilige rausschneide und nur auf das Spezielle eingehe. Aber jetzt mal weiter in der Story. Hier war der mit dem Boot. Ah, willkommen an Bord. Da ist jemand in der Höhle auf der Insel. Ich habe gehört, er hat einen Diamanten gestohlen. Gem ist Diamant oder ist es Rubin oder Edelstein? Ja, ist Edelstein. Gem war Edelstein. Oh. Alter Mann, siehst du den Platz da unten? Die alten Legenden sagen, dass der als böse Dark Force wurde dort gefangen genommen beim Schwert von Horakio. Ich will mal nicht so viel spoilern. Könnten wir schon wieder so viel zu erzählen. So. Seht ihr hier die Höhle? Hier müssen wir rein. Das ist das erste Cave. Also das erste richtige Cave. So, wir sehen, wie in vielen Spielen damals wird einfach nur die Farbe der Gegner geändert und dann sind die automatisch stärker. Ihr kennt das ja selbst, wenn ihr euer gelbes T-Shirt anhabt, seid ihr durchschnittlich schwächer, als wenn ihr euer rotes T-Shirt tragt. Geht mir auch immer so. Und wenn ich mein schwarzes T-Shirt anhabe, dann bin ich immer der Endgegner auf der Straße. So. Ah, hier geht's hoch. Nee. Zum Glück habe ich die Caves relativ gut im Kopf. Ja gut, bei dem Cave hier muss man sich nicht viel merken, was ich dazu sagen. Attacke. Ich könnte natürlich Fast Forward machen, aber das spare ich mir gerade so ein bisschen, bin zu unmotiviert, die Taste zu drücken. Ja, ihr seht im Kampf, ich mache hier nichts Spektakuläres, ich lasse die einfach nur draufkloppen. Wird sich im Spiel übrigens nicht großartig ändern. La 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 la. Oh, eine Kiste. Was wird da wohl drin sein? Bestimmt ein riesig großer und extrem krasser Heilungsgegenstand wie ein Monomat oder ein Antidot. Schauen wir doch mal. Oh, die Mate. Ist ja wirklich gut. Und da macht man sich vorher drüber lustig. Na gut. Ja, ihr seht, wir sind momentan total overpowered hier. Aber gut, die Höhle wäre jetzt auch so keine Schwierigkeit. Aber dadurch, dass ich ganz fleißig vorgesammelt habe, während ich das Video gerendert habe. Wen es jetzt bis jetzt noch nicht aufgefallen ist, Phantasy Star 3 hat so die Eigenschaft, dass auf Schritt und Tritt ein Gegner kommt. Die Planeten sind ziemlich winzig. Nennen wir es mal bis jetzt noch so. Und dafür wurde es ausgeglichen damit, dass man durchschnittlich wirklich alle drei Schritte in einen Kampf läuft. Es wird euch später noch tierisch auf die Eier gehen, mir nämlich auch. Und das werden wir dann mit Fast Forward immer ein bisschen abkürzen, die Kämpfe, damit wir ja auch vorwärts kommen. Boah, ein Mensch mit grünen Haaren. Da kommen wir mit unseren roten, naturroten und naturblauen Haaren natürlich sehr gut an. Hi, ich bin Lyle. Ja, ich hab den Saphir. Das brauche ich nicht wirklich. Kannst du haben. Ich würde dir gerne bei dem Abenteuer beitreten, aber ich habe andere Sachen zu tun. Wir sehen uns. Und er verwandelte sich in eine Truhe. Ja, auch das kenne ich. Man spricht am Bahnhof jemand an. Wann fährt die Bahn los? Und plötzlich verwandeln die sich in Truhen. Wir haben den Saphir gefunden. So, mehr brauchen wir hier drin auch nicht in dieser, in diesem Cave. Dann kommen wir mit dem Escape-Pipe wieder raus. Tja, jetzt seid ihr mir dankbar, oder, dass ich das Ding gekauft habe. Denn so sparen wir uns den gesamten Weg raus aus der Höhle. Ja,
Hat auch funktioniert. So, mit dem Saphir können wir jetzt in die... in andere Höhlen gehen, ne? Darauf gehen wir später nochmal ein. Ja. Und zwar nach Osten. Ja, wir, uns wurde ja schon gesagt, mit dem Saphir können wir die... das Cave im Osten betreten. Falls ihr euch erinnert, war im letzten Part oder im vorletzten Part, gibt ja noch nicht viele Parts, also wäre leicht rauszubekommen, in welchen. Ja, wie gesagt, da sagte einer zu uns, wir können das Cave betreten im Osten. Und dann gehen wir mal, wohin? Nach Osten. Ich zeig euch gleich mal was. Lauf, Forest, lauf. Hier kommen wir noch nicht rein. Hier kommen wir noch nicht rein. So, seht ihr das rechts hier? Da geht es irgendwo nicht weiter. Was hat das zu bedeuten? Schauen wir uns doch mal den Monitor an. Oh mein Gott, wir sind am Ende der Welt. Ihr seht jetzt auch die Genauigkeit der Karte, denke ich mal. Weil laut der Karte sind wir gar nicht mehr auf dem Planeten. So, ein paar Sekündchen haben wir noch und wir gehen erstmal hier rein. Hier kommen wir jetzt, der Saphir fängt an zu glühen. Und du bist drin. In was? In der Höhle oder im Saphir? Ach, die haben sich immer so gut ausgedrückt damals. Du bist drin. So, ehrlich. Eigentlich habe ich die Höhlen alle noch im Kopf, aber ich glaube, hier muss ich unten lang. Achso, ja, die Schnecken kennt er ja noch nicht. Das sind Schnecken. Eigentlich will ich gerade aufhören zu spielen, weil ich mir Kaffee holen muss. Die Hörnchen hier kennen wir ja schon. Nichts Spektakuläres. Ach komm. Wieder mehrfarbige Hörnchen. Was denn jetzt? Ja, ihr seht schon, wirklich auf Schritt und Tritt wurden Kämpfe angelegt. Das ist unter aller Sau, oder? Aha. Wie gesagt, uninteressant. Ja, das Spiel ist eigentlich nicht wirklich schwer. Muss ich übrigens mal dazu sagen. Also, auch für Hardcore-Anti-Rollenspieler ist das mit ein bisschen Fleiß und Sammeln ist das Spiel eigentlich im Handumdrehen erledigt. Außerdem ist es eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, ist das Spiel auch nicht wirklich lang, wenn man weiß, wo man hin muss. Rise gained a level. Okay. Das schon wieder. So, hier ist eine Treppe. Dann gehen wir mal raus. Und jetzt müssen wir uns über was unterhalten. Oh Gott, wir sind auf einmal im Eis. Und das ist jetzt wirklich irgendwo komisch. Und jetzt schaut euch mal das an. Wir sind auf einem anderen Planeten. Erstmal davon abgesehen, dass der Planet da auch ein grüner Planet ist auf der Karte. Und wie wir gerade gesehen haben, befinden wir uns auf einem Eisplaneten. Aber wie viele Planeten kennt ihr denn persönlich, die durch zwei Höhlen verbunden sind? Vor allem, weil das so futuristisch aussieht. Jetzt seht man eigentlich, dass das hier eigentlich ziemlich komisch runtergekommen, also normal aussieht. Gebirge und so weiter. Und eben waren wir in einer total futuristischen Höhle, kommen aus der Höhle wieder raus und sind auf einem anderen Planeten. So, naja, gut. Die das Timeline-Video von mir kennen, so wie alle, die jetzt schon ein bisschen mitdenken können, können sich wahrscheinlich denken, das sind natürlich keine Planeten. Erstens mal viel zu klein. Und zweitens mal... was Neues. Und zweitens mal verbinden sich Planeten nicht einfach durch irgendwelche Röhren. Okay, wir sind also in Orbitaten. Und wir sind jetzt anscheinend in dem, sagen wir, Eisorbitat. Und vorher waren wir halt auf dem grünen Orbitat. Die Verbindung... Nee, das wollte ich nicht so... Sie sollte sich heilen. So. Die Verbindung wurde hergestellt...
Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt bin ich raus. Weil, obwohl hier Eis ist, können wir nicht rüberlaufen, warum auch immer. Aber hier ist eine Stadt, in die wir auch reingehen könnten, wenn wir rein theoretisch nicht angegriffen werden würden gerade. Haut sie um, haut sie kaputt, haut sie kaputt. Ja, also es ist, wir befinden uns, ich spoiler mal ein bisschen, wir befinden uns auf einem riesigen Raumschiff, bestehend aus mehreren Orbitaten, von denen momentan drei ersichtlich sind. Die Leute wussten das nicht, weil die hatten ja den Saphir nicht und wie ihr mitbekommen habt, war der Saphir die Möglichkeit, um ans nächste Orbitat zu kommen. Somit dachten die halt, dass Lenden, also dieser grüne Orbitat, in dem wir sozusagen aufgewachsen sind und angefangen haben, dass das halt ihr Planet ist und so weiter. Und das Ganze wird hier alles noch ein bisschen mehr aufgeklärt. So viel wissen wir bis jetzt aber schon. Und die Uhr sagt, wir haben unsere Viertelstunde voll. Wir sind jetzt erstmal weiter in der Eisstadt und was da so abgeht, was die Leute uns hier erzählen und so, das erfahren wir dann im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Phantasy Star 3 Generations of Doom. Bis dann, euer Nobby.